9.09., 9 Uhr. Herzlich willkommen zum diesjährigen ISB Nord Symposium. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Alle, die sich nicht abhalten haben lassen von Bahnausfällen, Schienenersatzverkehr, den es heute Morgen hier in Hamburg auch noch gab. Also wir rechnen noch mit mehr TeilnehmerInnen, hoffen in Kürze. Schön, dass ihr schon mal hier seid, alle, die ihr hier seid. Es wird noch mehr. Und ihr seht das draußen, ja, also das Wetter ist hier immer so. Von März bis Oktober durchgängig. Also wir wissen eigentlich gar nicht, warum ihr woanders wohnt als hier und so einen langen Weg auf euch nehmt. So, aber Spaß beiseite, ganz so ist es natürlich nicht, sondern es ist gerade ein sehr besonderes Wetter, eine besondere Wetterlage und das hat eine gute und eine schlechte Seite. Die gute Seite war zum Beispiel gestern Abend im Chili Club, wo schon einige von euch mit uns eine kleine Einstimmung gefeiert haben. Das war mega, so eine laue, tolle Sommernacht, wo wir alle eine Menge Spaß hatten. So, aber die negative Seite des Ganzen ist dieses Gefühl von, normal ist es irgendwie nicht. Ja, wir laufen auf Mitte September zu. Klima, Klimaveränderung. Was hat das vielleicht auch alles mit uns zu tun? Mit uns als Gesellschaft, mit der Art und Weise, wie wir leben. Und wir kommen zu so einem Gefühl von höher, schneller, weiter wird nicht dauerhaft weiter tragen. Und das ist der Grund, warum wir heute an diesem Thema arbeiten, was übrigens euer Wunschthema vom letzten Jahr war, mit ganz großem Vorsprung vor allen anderen Nennungen. Wege in die Postwachstumsökonomie zwischen systemischen Leistungsgrenzen und einer Kultur des Genug. Und wir haben ein buntes Programm zusammengestellt, werden da viel dran denken, arbeiten, tun, aber auch Spaß und Freude am Austausch haben. Und ich freue mich wieder wie verrückt, hier nach links und rechts gucken zu können und euch beide hier zu sehen. Caroline Vogt, Wolfram von Bremen, freue mich sehr. Und als erstes übergebe ich jetzt an Wolfram, der euch ein bisschen mitnehmen wird, in wie es jetzt hier weitergeht. Viel Spaß heute. In diesem Sinne übergebe ich jetzt an Thorsten Veit, dem Leiter des ISB. Ach so, mein Video brauchst du dann ja nicht mehr. Ich sag dir noch mal kurz Hallo. Hallo. Du bist jetzt live und ja, kannst sehr gerne gut loslegen. Vielen Dank. Ja, das ist schon besonders, jetzt hier in die Kamera zu sprechen und nicht bei euch zu sein. Ich schicke erstmal ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen zu euch nach Hamburg zum Symposium ISB Nord in diesem Jahr. Aus dem Süden in den Norden, in eure Runde. Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich nicht bei euch sein kann, aus gesundheitlichen Gründen. Mich hat leider ein Bandscheibenvorfall ereilt und ich habe dann letzte Woche entschieden, dass ich nicht nach Hamburg kommen kann. Das tut mir sehr leid, weil einfach sehr viel Herzblut wieder auch von allen Beitragenden in dieses Symposium geflossen ist. Und dennoch freue ich mich, dass ich euch jetzt hier über diesen Weg ein bisschen begrüßen darf. Gott sei Dank und dank an mein Team haben wir das auch technisch jetzt ganz gut hingekriegt. Und ich, ja, da sehe ich etwas vom Raum, sehr schön. Danke. Toll, dass ich ein bisschen einen Eindruck kriege. Und ich habe ja auch schon gesehen, ihr habt gestern, die im Chili Club waren, einen tollen Abend gehabt mit einer einzigartigen Kulisse und einem kleinen Feuerwerk, so wie sich das gehört. Ja, ich freue mich auch wirklich über die Runde. Die ist, glaube ich, noch nicht ganz vollzählig, aber es haben sich wirklich so viele jetzt auch wieder angemeldet für das Symposium, was uns natürlich als Team, als ISB freut. Und das ja zu einem Thema, was vielschichtig ist und was ich ein bisschen rahmen möchte. Die Andrea hat es gerade schon angesprochen. Wir hatten letztes Jahr ja ein ähnliches Thema, was auch schon vielschichtig war und haben dann danach so viel Zuspruch erhalten, dass wir gesagt haben, wir machen an diesem Themenstrang weiter und haben jetzt gewählt, Andrea hat es gerade schon vorgestellt, Wege in die Postwachstumsökonomie zwischen systemischen Leistungsgrenzen und einer Kultur des Genug. Wir werden ja sicher über den Tag die ein oder andere Metapher hören. Ich habe dann in der Vorbereitung wieder an die Metapher des Gartens und des Gartenbaus gedacht, die wir ja am ISB immer wieder ganz gern verwenden. Und dann stellen sich da so Fragen, für welche Art des Gartenbaus haben wir uns eigentlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entschieden?
kommt unser Garten, so wie er ist und wie wir ihn bewirtschaften, an seine Grenzen, wie wir mit ihm und von ihm leben möchten? Wie müssen wir ihn in Zukunft bewirtschaften und pflegen? Mit welchen ökologischen und sozialen Ressourcen wollen wir das tun? In welchem Zustand ist unser Garten? Und wenn man dem Sozialpsychologen Harald Welzer zuhört, dann spricht er ja schon vom Zeitenende. So viel Pessimismus würde ich jetzt nicht mit ihm teilen, aber er ermutigt uns ja ganz aus den bisherigen Mustern der Systeme auszusteigen. Ja, und dann haben wir die Kultur des Genug. Die geht natürlich auch an uns selbst, an unsere Gewohnheiten von Konsum, an unsere Gewohnheiten des Bewegens in einem gesellschaftlichen Umfeld, wie wir es gewohnt sind, wie wir es uns erarbeitet haben und wie wir es für uns gut gemacht haben. Und das bringt uns ja alltäglich, das merken wir ja alle persönlich, in eine ganze Reihe von Dilemmata, mit denen wir uns dann mehr oder weniger auseinandersetzen. Und ich fand dann nochmal interessant, auch für unsere Profession jetzt als Beraterinnen und Berater, als OrganisationsentwicklerInnen, dieses Zusammenspiel zu sehen. Auf der einen Seite die eigene persönliche Transformation, die steigende Bewusstheit, das Verändern auch von Gewohnheiten, wie wir es selbst für uns handhaben möchten. Und auf der anderen Seite das, was um uns herum passiert, die Transformation der Systeme und des Umfelds. Also das, was in Organisationen gilt und wie andere Systeme funktionieren. Finanzsystem, Sozialversicherungssystem beispielsweise, die bislang eben nur nach einer klassischen Wachstums- und Steigerungslogik funktionieren. Wachstum an sich ist ja nichts Falsches. Das ist eine ganz einfach ein netter Gedanke von Richard David Brecht, den ich bei ihm gehört habe. Wachstum an Empathie, an Wissen, an Lernen, an Kompetenz, das wünschen wir uns ja alle. Aber die klassische Wachstumslogik kommt an ihre Grenzen, an ihre systemischen Grenzen. Und im Zusammenhang mit dem Genug fällt mir immer wieder dieser als Graffiti aufgesprühte Ausdruck der Zufilisation ein. Wir haben in der Vorbereitung im Team auch gemerkt, wie uns dieses Thema an unsere gedanklichen Grenzen bringt, an unsere Systemgrenzen. Und für mich war wirklich bemerkenswert, dass wir in dieser Phase, dass es uns da nicht leicht gefallen ist, eine Person aus einer internen Verantwortungsrolle aus einem Unternehmen zu finden, der oder die aus einer Unternehmensperspektive uns berichtet, wie sie Postwachstum jenseits klassischer Wachstumskriterien im Unternehmen denken. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir zwei wirklich inspirierende Keynote-Speaker heute bei uns haben, den Hanno Burmeister und den Thorsten Nievenhuysen, sind gerade schon angekündigt worden, die tief in diesem Themenspektrum unterwegs sind, die auch publiziert haben, die Bücher geschrieben haben, die sie auch dabei haben. Da werdet ihr später noch mehr hören. Und darauf dürfen wir uns wirklich alle freuen. Und ich freue mich auch, das hat Caro auch schon angesprochen, gerade über diese große Bandbreite, über dieses große Spektrum von Workshops und Workshop-Beitragenden, die wir heute genießen dürfen. Und das will ich auch schon mal hier jetzt an der Stelle als großen Dank aussprechen, sowohl an Hanno als auch an Thorsten, als auch an die ganzen Workshop-Beitragenden, die heute diesen Tag gestalten. Denn von einem bin ich wirklich zutiefst überzeugt, wir brauchen den Dialog und den Austausch zu diesen Themen. Auch und gerade, wenn es keine einfachen Antworten gibt. Und für diesen Rahmen und für diesen Austausch geben wir immer wieder alles rein, was ihr jetzt erleben werdet den Tag über in unser Symposium ESB Nord. Das möchten wir immer wieder anbieten. Ja, ich glaube, das war es erstmal in der Kürze. Ich freue mich, dass wir diesen Tag haben, dass ihr diesen Tag habt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz inspirierenden Tag mit viel wesentlichen Begegnungen in diesem Kreis und schicke nochmal ganz herzliche Grüße nach Hamburg. Vielen Dank.